Wir haben den Song in einer Nacht- und Nebel-Aktion geschrieben. Ich will euch kurz auch diese Anekdote noch erzählen, wenn ihr nur noch diesen Moment gebt. Mein Produzent, er wird mich jetzt steinigen, wenn er das mitkriegt oder irgendwo sieht. Ich bezeichne meinen Produzenten als halb aufgewacht. Er ist nicht geimpft. Er merkt, dass hier irgendwas nicht stimmt. Aber er sagt oft zu mir, ich hätte eine kognitive Resonanz, wenn ich sage, guck mal, schon wieder ein Krankenwagen. Sagt, da waren doch schon immer viele Krankenwagen. Also der ist nicht auf diesem Stand, auf dem hier die meisten auf dem Platz sind. Er glaubt trotzdem noch dran, dass es hier einen Rechtsstaat gibt. Er glaubt, das wird alles seine Wege gehen. Und an diesem Tag, an diesem 29.06., habe ich mich mit ihm wirklich 5 Stunden lang gestritten und wir konnten überhaupt nichts Produktives machen. Es kam nichts raus bei der ganzen Sache. Ich bin dann irgendwann völlig bockig nach Hause gefahren, habe gedacht, so eine Scheiße, warum machst denn du da überhaupt Musik mit mir, wenn du das alles nicht so verstehst und so. Und wir haben uns, wie gesagt, sehr lange gestritten, aber Streit ist auch wichtig und gut. Und 7:30 komme ich zu Hause an und mein Produzent sagt, was ist denn da jetzt mit dem Ball weg? Ich sage, wie, was ist mit dem Ball weg? Da müssen wir da nicht ein Lied drüber machen, der ist ja ein Knast. Ich sag wirklich zu meiner Frau, du hältst uns jetzt für bekloppt, ich war den ganzen Tag weg, ich muss wieder los, gib mir noch eine Stulle mit, ich bin wieder entspannt, wir machen weiter. Und dann haben wir wirklich ab 20 Uhr bis morgens um 6 mit Videodreh die Sache in einer Nacht durchgezogen, damit der Michael das Lied hat und merkt, dass wir für ihn da sind. Und davon jetzt der Versuch, mit meinen zugegeben mittelmäßigen Gesangskünsten hier auf dem freien Platz mit keiner Monitorbox das Lied für Michael Ballweg und für jeden natürlich, der diesem totalitären Rechtssystem zum Opfer wird. Ganz klar. Das ist völlig egal, wer es ist. Es kann so nicht weitergehen. Auch mir sind Konten gesperrt worden. Auch ich habe diverse Gerichtsprozesse, von denen ich ja auch auf meinem Kanal erzähle. Bei meinem lieben Freund Thomas war zweimal schon eine Hausdurchsuchung mit Springerstiefel in der Tür, wo Kinder sehen, dass irgendwelche Typen durch die Bude rennen mit Maschinengewehr und das alles, um einen Maskenattest zu beschlagnahmen. Darüber muss doch auch wirklich der Letzte irgendwann merken, dass das hier nicht mit rechten Dingen zugeht. Und dafür muss man kein Epidemiologe oder Arzt sein. Das merkt man einfach von seinen Herzen her und von seinem Bauchgefühl. Dass sowas niemals da wäre, wenn wir ein gesundheitliches Problem gehabt hätten. Dankeschön, hier ist der Song dazu. Du warst einer der Ersten, der aufgestanden ist, hast alles aufgegeben, weil du bist so wie du bist. Die Jahre sind vergangen, was bleibt ist Moral. Du lässt dich nicht verbiegen, du bist hart wie Stahl. Und jetzt kommt der Clou. Und nur weil du die Wahrheit sagst, steht die Bullen vor deiner Tür. Drum singe ich so laut ich kann und spiel für dich Klavier. Obwohl ich gar kein Klavier spielen kann. Wir sind in Gedanken nur bei dir. Halten zusammen und beten. Dich raus da, denn du bist nicht allein. Nein, nein, denn wir, oh, sind in Gedanken nur bei dir. Ob Stuttgart oder Bremen, ob Ulm oder Berlin, gibt's Millionen, die querdenken und durch die Straßen ziehen. Wir halten stets zusammen und stehen auch dafür. Jetzt kommt's. Egal, was man dir vorwirft, wir stehen hinter dir. Bitte
zu viel Polizei. Und nur weil du die Wahrheit sagst, steht Bullen vor deiner Tür. Drum singe ich so laut ich kann und spiel für dich Klavier. Wo ist der arme Schmidt bitte herkommen? Wir sind in Gedanken nur bei dir. Alle zusammen und stehen dafür. Wir holen dich aus der Halle.